Jetzt hat es also auch den dienstältesten Trainer der dritten Liga erwischt. Nach 1681 Tagen im Amt wurde Joe Ennox als Cheftrainer des FSV Zwickau beurlaubt. Nach dem mageren 1:1 im Kellerduell gegen Schlusslicht Meppen am Samstag entzog der Vorstand der Westsachsen Ennox das Vertrauen. Nach zwei sieglosen Heimspielen zum Jahresstart gegen direkte Konkurrenten und aufgrund einer stagnierenden Weiterentwicklung unserer Mannschaft sehen wir unser Saisonziel Klassenerhalt in akuter Gefahr. Daher haben wir uns entschieden, der Mannschaft neue Impulse zu geben und damit noch einmal neue Energie freizusetzen. Überraschend hat es auch Sportdirektor Toni Wachsmuth erwischt. 5 Jahre stand er für den FSV als Spieler auf dem Platz, erzielte 2016 das entscheidende Tor im Rückspiel der Aufstiegsrelegation. Nach seiner Karriere wurde er 2019 Sportchef. Der Verein will sich am Donnerstag offiziell zu den Personalien äußern. Bis ein neuer Chefcoach zeitnah gefunden ist, soll Co-Trainer Robin Lenk die Mannschaft führen und auf das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg am kommenden Samstag vorbereiten.